Lieber Konakwa ist vor 4 Jahren an die Berlinale herangetreten und hat ihnen vorgeschlagen, ein soziales Wasserdorf auf der Berlinale zu etablieren. Und für Viva con Agua ist es natürlich super, weil sau viele Kommunikatoren hier sind und Multiplikatoren, also viele Pressevertreter und natürlich ein paar hübsche Menschen wie Angelina Jolie und Matt Damon und so weiter. Ich bin Michael Fritz und einer der Gründungsmitglieder von Viva con Agua de St. Pauli e.V. Die Berlinale trinkt Viva con Agua. Und ich auch. Viva con Agua ist eine Netzwerkorganisation, die sich einsetzt für sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung. Das bedeutet, dass Menschen sich sozial engagieren für sauberes Trinkwasser in Ländern des geografischen Südens. Das bedeutet in Afrika, Asien und Südamerika. Wir haben aktuell in über 40 Städten Gruppen, die auf kreative Weise Geld sammeln, um die Projekte zu unterstützen. Matthias, ich bin bei der Viva con Agua Wasser GmbH. Ich bin Moritz, ich bin bei Viva con Agua der Marketingmeier. Das bedeutet, ich mache Marketing, Kommunikation. Hier bei der Berlinale ist Viva con Agua das offizielle Wasser der Berlinale. Das bedeutet, dass in allen großen Events der Berlinale, auf der Pressekonferenz, im Pressezentrum, im Hyatt Hotel, im Berlinale Palast, bei den Empfängen, immer unser Wasser auf dem Tisch steht und unser Wasser getrunken wird und die Leute damit sozusagen den ersten Kontakt zu Viva con Agua bekommen. Das Schöne daran ist, dass durch unseren Abfüller, den Husumer Mineralbrunnen und auch durch die Kooperationsbereitschaft der Berlinale es uns gelungen ist, diese Kooperation in der Weise durchzuführen, dass Viva con Agua dafür weder Geld bezahlt noch Freiware stellen muss. Das kommt eben in Kooperation mit unserem Abfüller. Und ja, da kann man nur Danke sagen an Husum und an die Berlinale. In diesem Rahmen haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel hier Veranstaltungen zu machen. Ansonsten sind wir hier jeden Tag einige Stunden unterwegs und schubsen in den Katakomben palettenweise Wasser hin und her. Die Berlinale ist ja ein richtig großes Event mit richtig vielen Wassertrinkern offensichtlich und ich glaube insgesamt sind es 100.000 Flaschen circa, die hier im Einsatz sind. Mein Name ist Benny, ich bin bei Viva con Agua seit 2005 im Büro in Hamburg, da momentan als Geschäftsführer der GmbH tätig und im Bereich Organisationsentwicklung. Heute Abend hat hier die Zelle Berlin einen Projektreiseabend organisiert, wo wir einfach mal auch die Berlinale ein bisschen als Plattform genutzt haben, um den Verein vorzustellen, Vereinsaktivitäten zu zeigen und nicht nur hier Wasser hinzustellen, sondern eben auch zu zeigen, dass es kein normales Wasser ist, sondern dass es ein Wasser ist, das Projekte unterstützt. Und eben es wurde heute über 2 Projekte erzählt, einmal Nepal, einmal Äthiopien, wo eben Viva con Agua unterstützt hat und die Welthungerhilfe, unser Partner, die Projekte umgesetzt hat. Und ja, wir haben heute einfach ein bisschen die Leute reingeholt. Wie sehen diese Projekte aus? Und dass halt Engagement bei uns nicht nur funktioniert über einen Überweisungsträger, sondern immer gekoppelt ist auch oder gekoppelt sein soll mit Freude, mit Spaß, mit einer guten Zeit, mit netten Leuten. Das ist halt so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Viva con Agua. Und wenn du das Gefühl hast oder jemand da draußen das Gefühl hat, das klingt gut für mich, ich habe irgendwie Lust, auch kreativ zu sein und ja, auch Freude zu haben, während ich mich sozial engagiere und das nicht mit so einem schlechten Gewissen zu tun die ganze Zeit, dann ist vielleicht Viva con Agua genau die richtige Wahl.